Hi, hier ist der Frank vom foodblog-hamburg.de. Jajuk macht uns heute Dadar Jagung. Das ist eine Maisfrikadelle. Schaut zu, wie sie es macht. Sie hat schon mal ein bisschen was vorbereitet für unsere Maisfrikadelle. Und zwar hat sie zwei frische Maiskolben genommen und hat da schon mal den ganzen Mais runtergelöst. Den hat sie jetzt da alles in der Schüssel drin und den wird sie gleich weiter bearbeiten. Dann hat sie schon mal ein bisschen Petersilie klein gehackt. Hier haben wir Frühlingszwiebeln, genau. Ich habe schon der Wortfindungsstörung. Ein bisschen Mehl, 405er. Dann hat sie dort ein bisschen Tempura-Mehl, damit das ein bisschen crispy wird. Ein bisschen Zucker. Zwei klein gehackte Chilischoten. Ein bisschen Pfeffer. Dann hat sie hier noch ein bisschen Salz. Ganz klein gemörserter Knoblauch und ein bisschen Ingwer. Da hat sie dann noch zwei Eier. Von den beiden Maiskolben, das Korn, die eine Hälfte wird jetzt mit unserem Zauberstab püriert und die andere Hälfte lässt sie halt im ganzen Korn. Jetzt nach dem Mixen verrührt sie das Ganze alles, so dass es halt eine schöne Masse wird zwischen dem pürierten und dem nicht pürierten Mais. Jetzt kommen da die ganzen Zutaten dazu. Als erstes die zwei Chilis, die klein geschnittenen, dann halt ein ganz bisschen von dem Zucker. Jetzt kommt da der Knoblauch dazu und dann der Ginger. Ein bisschen Salz darf natürlich auch nicht fehlen, aber nicht zu viel. Wir können ja immer noch nachgewürzen, wenn wir wollen. Ein bisschen Pfeffer darf natürlich auch nicht fehlen, weil sonst wird das Ganze ja sehr fade. Das Ganze schon mal ein bisschen durchrühren. Und dann kommt jetzt da unser Ei dazu. Also zwei Eier tun wir jetzt da hinein. Und vermengen wir schön. Jetzt tun wir da die Frühlingszwiebel rein. Die Petersilie. Das Ganze wieder schön vermengen und ein bisschen Wasser kommt auch noch hinzu, damit das halt eine schöne Masse gibt. Und wir tun jetzt dann noch ein bisschen Mehl dazu. Die Mengen schreibe ich wieder in meine Liste, Einkaufsliste rein und ich werde wahrscheinlich auch wieder ein Rezept schreiben dafür, damit wir alle das auch alle nachvollziehen können, was Jajuk da Schönes getan hat. Dann tut sie da jetzt von dem Tempura-Mehl drei Löffel rein. Das macht das Ganze sehr crispy und dann wird das sehr, sehr lecker. Der Jock hat das jetzt schön vermengt, verrührt das nochmal schön. Das muss halt eine schöne, homogene Masse werden, so wie man das im Endeffekt ja bei anderen Frikadellen auch macht. So, jetzt rührt sie das nochmal um, erklärt das nochmal auf Indonesisch. Ist ja jetzt nur eine Synchronisierung auf Deutsch von mir. Ich habe dieses Video ja nicht auf Deutsch gedreht. Und jetzt wird sie einmal die Pfanne anheizen und tut da verhältnismäßig viel Öl hinein, damit die Frikadellen dann nachher eher drin frittiert werden als gebraten. Das Fett ist jetzt schön heiß geworden
Und jetzt kann sie da gleich schön langsam ihre Frikadellen hineintun. Nimmt dann halt so einen Löffel voll von unserer Masse und tut die da halt hinein. Der Witz des Ganzen ist, dass sie natürlich dann auch noch so ein bisschen auffüllen kann, sodass es halt ein bisschen mehr wird und dass die halt schön groß werden. Man muss so ein bisschen auf die Temperatur achten, also nicht zu heiß, sonst verbrennt euch das nämlich sofort von unten. Und das wollen wir ja nicht. Also in unserer Pfanne kann man 3 Stück parallel machen. Das geht verhältnismäßig gut. Man kann es aber auch mit einer kleineren Pfanne machen. Und dann geht das auch mit nur 2 Stück parallel. Wir haben ja Zeit. Und für uns ist ja Kochen der Weg. Und nicht Menge machen, um sie zu verkaufen. Wir kochen ja nur für uns selber. So, nach einer gewissen Zeit muss man die dann halt umdrehen, vorsichtig, kann man ja hier super sehen. Und dann frittieren die noch von der anderen Seite. Wenn man so eine große Hitze macht, dann verbrennen die von außen und werden aber von innen nicht fest. Dann sind die halt von innen so lapperig. Beim Fleisch würde man sagen, nicht durch. Und das ist dann nicht ganz so schön. Aber die Teile schmecken super, super klasse. Das ist ein sehr schönes indonesisches Rezept. Was ich sehr schade finde, dass es so etwas in Deutschland nicht gibt. Also ich kenne dieses Rezept auf Deutsch gar nicht. Sehr lecker. So, sie macht da jetzt halt noch ein paar mehr. Da kann man das jetzt noch mal gut sehen, wie sie im Endeffekt die erste Menge so ein bisschen auffüllt, damit das halt die richtige Größe bekommt. Man formt das dann halt im Endeffekt da ja auch so in der Pfanne beim Auffüllen. Ja, jetzt hat sie die ersten halt fertig und die sehen doch richtig toll aus, oder? Finde ich auch. Also wir haben die ja gegessen und die schmecken super, super klasse. Solltet das nachmachen, das bringt Spaß, ist verhältnismäßig schnell zu machen und alle, die sie bei uns zu essen bekommen haben, waren alle super begeistert. Dieser Knack innen drin halt noch von den ganzen Korn ist richtig, richtig geil. Ja, das war's dann im Endeffekt. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Sollte ihr euch gefallen haben, genau, gebt uns einen Daumen nach oben, schreibt uns Kommentare und wir sehen uns dann halt beim nächsten Mal. Es sagt Tschüss, euer Frank vom foodblog hamburg.de.